Was geht, meine lieben Freunde? Seid herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Need for Speed Payback. In der letzten Folge hatten wir einen kleinen Hinterhalt von einer Wahrung gehabt. Das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen und machen direkt mit der Story weiter. Wir arbeiten jetzt für den Gambler, fahren einen, naja, durchaus vernünftigen Porsche, würde ich sagen, mal behaupten. Und kutschieren jetzt erstmal die Wagen. Tyler, hey, schauen wir, wo wir jetzt weiterhin gehen. Bro, der Boss küsste den Lohn. Er hat an dem F-Teil von gestern einen Kratzer entdeckt. Ein Kratzer? Ich hab den nicht verbeult. Hey, ich mach die Regeln nicht. Hör zu, Mann, du musst mir helfen. Ich bin mit der Miete im Rückstand. Hey, hey, glaubst du, ich schwimme in Geld? Hab ich vielleicht ein Porsche-Logo am Arsch? Das ist dein Mist, Bro. Tut mir leid. Oh mein Gott, was für ein Freund, Alter. Helf ihm doch. Meine Fresse, ey. Wie ungeduldig kann man eigentlich sein? Ich bin eure Hüterin und ihr hört die Stimme der Straße. Moment. Live aus der Moment. Warum habe ich hier keine Untertitel gerade? Ich hätte die Untertitel doch extra angemacht. Da, warum sind sie aus? Untertitel an. Speichern. Action Valley. Die Straßen rufen nach euch. Sie sind gerade voller erschöpfter Pendler. Aber ihr steckt nicht in der Tretung. Oh, was geht da? Was ihr geht seid da? Racer. Wer von euch kann diese Stadt sehen? Gucken wir uns das mal genau an. Wer was ist das denn? Wer von euch ist im Rausch gewachsen? Was hast du da denn ab? Zeug dazu? Im Rausch der Geschwindigkeit. Der Outlaws Rush kommt nach Fortune Valley. Nur die Besten der Besten können ihn fahren. Nur der Beste wird ihn gewinnen. Bist du es? Der Outlaws Rush? Ja, schon klar. Schon klar. Ja. So geht das nicht weiter. Da sind wir also gleich auch statt zu Hause in 120 Metern. Verschwende ich meine Zeit mit dem Gambler. So. Ty hier, wegen dieser Straßenrennen. Gib mir die Nummer. Oh, Ty. Also anscheinend magst du dich tatsächlich, oder? By the way, Freunde. Also, ich hab gehört, Sucre Moustache, Sucre. Willst du das Haus fahren? Richtig. Neuer Look. Sag mir einfach wann und wo. Wow, nicht so schnell. Denkst du, das Haus heuert jedem ein? Du musst dich erst beweisen. Zeig mir bei ein paar Rennen in der Stadt, was du kannst. Dann kriegst du deine Chance. Karte öffnen. Ach, da müssen wir hin. Lakeside Sprint. Dein Wagen, Racer, empfohlen, Racer. Na gut. Das Haus rekrutiert Fahrer für manipulierte Straßen. Beweise dein Können, indem du ein Rennen gewinnst und du kommst vielleicht nah genug an Navarro ran, um sie für ihren Verrat büßen zu lassen. Navarro, dich werde ich mir vorknüpfen. Was meine Crew wohl macht, das wird mich unheimlich interessieren. Alles gut, alles gut. Ich würde mal wirklich wissen, was gerade die Jazz macht. Moment, wo habe ich das Einstellung da? Ich wollte noch mal kurz. Nein, das nicht. Audio. Was wäre das? Dann wäre das Musiklautstärke? Musik, oder? Nein, Musik ist es nicht. Sprache gewesen? Nee, Sprache ist es auch nicht. Effekt. Polizeifunklautstärke. Kann man irgendwie Radio ausschalten? Gut, machen wir einfach mal weiter. Ich hoffe, man hört mich trotzdem gut genug. Ich gehe mal von da aus. Oh. 300 Meter haben wir noch vor uns. Ah, sind wir hier. Start RB. Wo ist RB? RB ist das hier, oder? So. Auf geht's in unser... Ich mach die ganze Zeit Schnappschüsse. Okay, warum? Freund, dein erster warum? Test steht an. Gewinnst du, sehen wir weiter. Ah, das werden wir locker hinkriegen. Was haben wir denn hier? Ist das ein BMW oder ist das ein Subaru? Sehr schön. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, ein MX-5 da vorne. Ja, easy peasy. Wie lange haben wir jetzt? 3 Kilometer. Ja, weg mit euch, weg mit euch. Mit euch. Alles easy. Alles easy. We got this. Hier eine schöne Kurve, in der wir uns driften können. Haben wir aber verpasst.
das werden wir sogar auch ohne Nitro schaffen. Komm, ohne Nitro, das ist jetzt die Challenge. Für das Mal, wo ich Nitro benutze, werde ich jetzt 5 Sekunden lang auf der Autobahn stehen bleiben. Ohne Nitro. Was war das? Das war, glaube ich, die Anzeige, dass Nitro wieder voll ist, oder? Aber wir brauchen keinen. Nur noch ein kleines Stück. So easy. Leute, das war viel zu einfach. Unser erstes Rennen und zack, direkt erster Sieg. Wie geht's jetzt weiter? Tja, das war nicht übel. Das Haus hat vielleicht Verwendung für jemanden wie dich. Je besser der Racer, desto überzeugender die Geschichte. Du weißt, ich bin gut genug für das Haus. Wir werden sehen. Das war ein guter Auftritt. Und vielleicht nur Glück. Also fährst du ein weiteres Rennen mit stärkeren Gegnern. Wenn du dich da gut schlägst, wird das schon mehr aussagen. Okay, kein Problem. Okay, neues Rennen verfügbar. Karte öffnen. Rustway-Strecke. Bester Wagen ist es. Wir haben sogar mehrere Wagen? Ich muss mir mal angucken. Das Haus will, dass du dein Können in einem weiteren Rennen beweist. Belege den ersten Platz, um dem Ziel, deine Crew zu rächen, einen Schritt näher zu kommen. Okay. Bestimmen wir mal da eine Route hin. Wie kann ich jetzt aber meine Garage hier öffnen? Anscheinend habe ich ja mehrere Autos. Oder wie sieht's aus? Kann ich hier eine Garage öffnen? Öffnen wir nochmal die Karte. Habe ich hier irgendwie was? Reinzoomen, rauszoomen. Was haben wir das hier erstmal rauszoomen? Dann öffnen wir die Karte noch einmal. Das ist die ganze Map. Olla, die Waldtür, die ist schon nicht. Nicht von schlechten Eltern, muss ich sagen. Boah, ich bin schon richtig gehypt auf die Map, Alter. Meine Fresse, ey. Bester Wagen Racer ST170. Und wir haben den ST159. Und empfohlen ist der ST140. Wie kann ich aber jetzt meinen Wagen wählen? Okay, wir fahren jetzt erstmal dahin. Vielleicht können wir da ja einen neuen Wagen raussuchen. Gucken wir mal. Wie lange fahren wir jetzt eigentlich dahin? Was steht da vorne? Er ist aber das Gebäude vor mir, deswegen kann ich das nicht erinnern. Halb so wild. Also Leute, habt ihr gesehen? Easy peasy gerade das Rennen. Kein Problem für den Kind. So. Ich habe euch ja schon noch von meiner kleinen Raser-Vergangenheit erzählt. 700 Meter noch ungefähr. Ich habe auf jeden Fall in meiner Kindheit sehr oft Nitro Speed gespielt und auch Rennspiele. Ich hätte damals auch sogar ein Lenkrad gehabt. Ich wollte unbedingt dieses Spiel auch mit dem Lenkrad spielen, aber ich muss sagen, ich habe gerade nicht so viel Platz hier, dass ich mir Lenkrad leisten kann. Aber macht nichts. Wir spielen als erstes mit dem Controller. Das macht ebenfalls richtig Spaß. Und demnächst, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, spielen wir dann auf jeden Fall vielleicht mit einem Lenkrad. Die Straßen flüstern mir zu. Sie flüstern von Rennen, die ein. Hören wir hier nochmal ganz schnell zu. Gewinnt, während der Favorit den Sieg durch einen vermeidbaren Fehler aus der Hand gibt. Meine Freunde, Überraschungssiege kommen natürlich vor. Aber was sagt es uns, wenn so etwas ständig passiert? Nichts. Wir gehen weiter. Sie hat zu viel geredet. Sie muss nicht reden. Sei bereit. Gewinnst du, kriegst du die Chance, für den Boss zu fahren. Oh. Was sind das für Autos? Wo ist denn der Subaru? Ihr habt nicht den Hauch einer Chance. Wir versuchen es diesmal wieder mal ohne Nitro. Ich glaube, das wird auch ohne Nitro. Manchmal muss man eben ein bisschen Farbe lassen. Ist der gerade in mich reingefahren? Das hat er nicht mit Absicht gemacht, oder? Der Wagen kriegt gerade nur 180 Kilometer. Wow, 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 wow. Die Handbremse nicht genutzt. Er hat die Handbremse nicht genutzt, Mann. Was ist das? Das muss ich Nitro nutzen. Natürlich die Abkürzung. Und see ya, boy. Wir haben noch fast 300 Kilometer vor. Achso, das sind Runden. Mehrere Runden. Das wollte ich nicht sagen. Wow, wow, wow. Das war vielleicht keine so gute Idee. Okay, wir haben jetzt daraus gelernt. Demnächst bitte nicht die Abkürzung nehmen. Ja, danke. Es regt uns hinter den Fersen, oder? Ach, das geht auch vollkommen klar.
Ach, ganz ehrlich, ohne Nitro. Machbar. Aber so aus von machbar. Die Challenge steht wieder an, ohne Nitro. Hier wird einfach zu lahm. So, Abkürzung passiert. Schön in die letzte Runde rein. Wir bauen unseren Vorsprung weiterhin auf. Uiuiuiuiuiui, Tai. Ach, Leute, ihr enttäuscht mich. In der letzten Runde sind wir gerade Erster. Ich würde gerne wissen, wie viele Sekunden oder Minuten wir vorsprechen. 5 Meter. Ach, nochmal schnell in die Kampfstelle rein hier. Boom! 2 Minuten, 2 Sekunden, 39 Millisekunden. Bewiesen, dass du fahren kannst. Du kriegst von uns einen neuen Wagen, der auch was hermacht. Navarro krempelt die Straßen um und wenn du dich mit uns gut stellst, kannst du dabei sein. Aber das Haus ist ein Geschäft. Vergiss das nicht. Bestimmt nicht. Gut. Das Haus. Willkommen beim Haus. Oh, wir sind also jetzt ein Fahrer für das Haus. Das ist doch auf jeden Fall schon mal eine gute Neuigkeit. Plus, wir kriegen jetzt einen neuen Wagen. Jetzt bin ich mal gespannt, was für einen Wagen wir kriegen. Er hat gesagt, wir kriegen einen Wagen, der was hermacht. Das bedeutet, das muss ein Wagen sein, der auch auf jeden Fall auch schon was taugt. Ich denke nicht, dass wir wieder so eine rustikale Oldschool-Karre kriegen werden. Zumindest hoffe ich das nicht. Wir haben noch knapp 500 Meter, 400 Meter und dann sind wir am Ziel angekommen. Ich denke, das ist da direkt da hinten. Kann ich mir das aussuchen oder wie sieht's aus? Oh shit, was ist das für ein Wagen? BMW! Oh mein Gott, sieht schon sexy aus, muss ich sagen. M5. Ist das derselbe Wagen, den Jess hatte? Ich glaube schon, oder? Okay, das hätten wir. Navarro? Jetzt bist du dran. Neue Mission verfügbar. Was ist denn die neue Mission? Gucken wir mal. Rache, Rundkurs, Rennen. Bester Wagen, Racer ist... Okay, gut. Ich glaube, das überspringe ich einfach. Das Haus ist töricht genug, dich sein manipuliertes Rennen in Boomville fahren zu lassen und denkt, du würdest es auf seine Anweisungen hin verlieren. Gewinne und lass Navarro für den Verrat an deiner Crew büßen. Aber da bin ich doch sowas von heiß drauf. Hallo Racer. Eure Hüterin möchte euch daran erinnern, die Welt da draußen zu erkunden. Wieso solltet ihr von Renn zu Renn hetzen? Fahrt durch Silver Rock und stellt in ein oder drei Aktivitäten ein Ergebnis auf. Es gibt so viel zu tun, womit ihr euch beschäftigen und eure... Diese Beats, Mann! Oh mein Gott! Zack, dadurch. No problem. Also der Wagen drückt schon ordentlich, das muss ich zugeben. Das gefällt mir. So. 700 Meter haben wir noch bis zur Rache. Ich bin echt gespannt. Ich würde mal gerne wissen, wie Navarro jetzt reagieren wird, wenn sie uns sieht. Ob sie das weiß, dass wir gerade für den Gambler fahren? Das frage ich mich. Naja, kein Problem. Uns interessiert es nicht so sehr, ob sie es weiß. Viel mehr interessiert uns, dass wir zur Rache nehmen werden. Start. Boomville 22 Uhr. Deine Zeit ist um, Lina. Ab heute manipulierst du keine Rennen mehr. Okay, willkommen in der Oberliga. Hoffe, dir gefällt dein neuer Wagen. Dein Codename ist Sidewinder. Bleib auf diesem Kanal und tu, was der Boss sagt. Dann wird es sich für dich lohnen. Sidewinder. Okay. Schicke Autos hier. House Racer, alle mal herhören. Der Gewinner heute Nacht ist Kingsnake. Auf der Hälfte des Rennens bleibt er vorne. Als ob ich das erlaube. Ich fühle mich richtig gut. Jetzt ist Navarro fällig. Wo ist Kingsnake? Gibt's kein Kingsnake? Zumindest weiß ich nicht, welches es ist. Macht auch nichts. Wir haben einen geilen Wagen. Ich frage mich, wer von euch Kingsnake ist. Obwohl, ich besiege euch sowieso alle. Das dachte ich auch. Tai, du bist mein Mann. Ich küsse deine Augen, Bruder.
Ich küsse deine Augen, Bruder. Hey, hey, dachtest du, ich beobachte dich nicht? Was du da machst, verstößt gegen unseren Deal. Ich entscheide, wie das Spiel läuft, klar? Ich war es leid zu warten. Ich werde die Sache jetzt angehen. Wer war das? War das der Gambler? Habe ich nicht gesehen. Oh, Leute, ich muss mein kleines bisschen Mikro. Wir sehen uns demnächst. Oh, das war gut. Die Hälfte des Rennens ist um, Sidewinder. Lass Kingsnake überholen. Vergiss es, Navarro. Wer ist da? Kollege, denkst du, du kommst da durch? Oh, das wird eng. Das wird eng, das gefällt mir nicht. Ah, das wird eng, ich krieg ihn nicht mehr. Gut, hol dir den Sieg und genieß ihn. Aber anschließend haust du da. Verstanden. Letzte Runde. Achso, okay, wir haben noch eine Runde. Das habe ich komplett übersehen. Wir bleiben jetzt ein bisschen Nitro. Versuchen in der Zwischenzeit schön sauber zu fahren. Du kaufst keine Rennen mehr, Navarro. Tyler Morgan? Ja, da bin ich. Hello there. Erster. Ich finde die Sprachbefehle zwischendurch richtig sexy. Dass er das selber sagt, wo er merkt, okay, der ist Erster geworden. Das hätte, glaube ich, die Abkürzung annehmen. Was gibt's, Weir? Genieß den Sieg, aber vergiss nicht, ich brauch dich lebendig. Juhu! Wer seid ihr eigentlich, Alter? Wer seid ihr? Wer seid ihr, Alter? Ty is my man, Alter. Und die Navarro kann einpacken, ey. Du hast's vermasselt. Dein kleiner Stunt hat uns einiges gekostet. Eine Menge Geld, Tyler. Du verärgerst hier das Haus. Alles in dieser Stadt gehört uns. Jedes Rennen, jeder Midnight Run und jede Offroad Rally. Das Haus gewinnt immer. Aber nicht heute Nacht, oder? Miss Navarro, hier sind zu viele Zeugen. Wir sehen uns. Kümmert euch um diese hinterhältige Made. Ich will, dass er verschwindet. Okay, jetzt sind die an meinem Arsch dran, oder? Er darf euch nicht entkommen. Verstanden? Ja, was geht klar. Also. Wir sehen uns, Jungs. Macht's gut! Dämlicher Vollidiot. Das Haus tobt deinetwegen vor Wut. Gut. Nein, nicht gut. Schlecht. Ich brauch dich lebendig. Ich hab Pläne mit dir. Also werd die Enforcer los und komm her. Okay. Oh, jemand sein können. Aber jetzt. Die haben auch einen Unfall gemacht. Ich hätte nein, das auch. Ich bin wütend, Navarro. Das war nur der Anfang. Der beste Racer der Stadt. Und doch so naiv. Du warst nicht unbedingt das perfekte Ziel. Jungs, ihr müsst noch so einiges lernen. Mein Gott, wie schnell sind die? Okay, anscheinend muss ich die irgendwie aus dem Spiel holen. Sonst. Du kannst nirgendwo hin. Die Stadt gehört jetzt uns. Der Einsatz ist zu hoch, um noch irgendwas dem Zufall zu überlassen. Rennen sind niemals Zufall. Deshalb musst du sie manipulieren. Ich muss sie irgendwo gegenknallen lassen. Eieieiei! Warum dauert das so lang? Der Typ hat was drauf, aber wir kriegen ihn. Ja, das du hast ihn schließlich an Bord. Warum sind die so schnell? Oh, schau auf die Straße, du Penner! Hat der Pimmel gesagt? Ich glaube, der hat Pimmel. Oh, wir sind mittlerweile in einer neuen Gegend. Wow, Kollege. Was zum Teufel machst du denn? Ich hab noch Termine. Oh, tut mir leid. Ich hab ein paar stinksaure Schläge am Hals. Dann werden sie gefälligst los. So wollt ihr es also? Gut. Leute, hört auf. Jetzt sind sie mir weg vom Hals. So geht's doch. So, die bin ich los. Gut, sehr gut. Ich schicke dir meine Position. So. 1 Kilometer noch bis zum Gambler. Und dann schauen wir mal weiter, was der Gambler von uns erwartet. Ich würde sagen, alles in allem auf jeden Fall. Wir haben viel zu tun.
tot. Ich würde sagen, alles in allem ein sehr erfolgreiches Rennen heute. Sogar mehrere erfolgreiche Rennen. Oder? Auch wenn es knapp war, aber naja. Sie braucht ihr Vertrauen nicht. Ich finde einen Weg. Es gibt einen Weg. Wow, 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 was war das denn für ein Sprung? Ich bitte dich, Tai! Okay. Wir sind jetzt am Gambler dabei. Stell dir eine Stadt vor, in der jede Wette und jedes Spiel manipuliert sind. Das will das Haus. Und es wird alles tun, damit es so kommt. Ich bin Street Racer. Das hat nichts mit mir zu tun. Bitte? Oh, es hat extrem mit dir zu tun. Extrem viel. Wie viel denn? Ihr Anführer heißt der Kollektor und er hat eine Schwäche. Autos. Schon mal vom Outlaws Rush gehört? Ja. Ist das größte Rennen des Landes. Ja, und das Haus manipuliert es. Spieler setzen Millionen und er bekommt was ab. Heute war nur ein Testlauf und du hast mich auf eine Idee gebracht. Natürlich, Teil macht beim Outlaw Race mit. So wie du fährst, bist du der beste Racer der Stadt. Wir müssen dich nur an den Start kriegen. Gewinn den Outlaws Rush und das Haus und Navarro sind erledigt. Wir gegen das Haus? Ja. Ich mein wir. Rette dein Casino allein. Es geht nicht nur um mich. Das sind deine Straßen, Junge. Was ist wohl ihr nächstes Ziel? Ganz tricky vom Gambler. Ganz, 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 ganz tricky. Okay, Tyler. Fahr nach Hause und durchdenk die Sache. Gut, wir müssen also nach Hause fahren. Fahren wir noch mal diese Strecke schnell nach Hause, kurz weg und dann haben wir das. Typen wie wir sind für die nur lästige Fliegen. Sie haben die Hälfte der Streetgangs aus der Stadt gejagt, weil sie nicht mitspielen wollten. Denkst du, da haben die Angst vor dir? Das sollten sie. Ich krieg ständig Anrufe. Meine Güte, ich bin aber ein heißbegehrter Typ hier in dieser Racer-Szene. Mann. Ich bin gerade ausfahren. Ah, ich bin wütend. Schöne Strecke, in der ich jetzt nur gerade ausfahren durfte. Thank you very much. So, das war's auch. Wir sind zu Hause angekommen. Wir werden heute Nacht Großes versprochen, Navarro. Schauen uns das nochmal an. Haben Sie viele Leute enttäuscht? Erklären Sie mir das. Das Problem ist bereits gelöst. Das gefällt mir. Au, hab ich mich erschrocken, Alter. Lina, du kleines Snitch, du wirst es bereuen, ey. Teil, beruhig dich. Jetzt klauen sie mir auch noch meinen Wagen weg. Navarro, du bist dran. Ist das ein Sony? Ist das ein Huawei? Ich bin dabei. Gut. Du brauchst eine Crew. Oh, hell yeah! Wir standen jetzt also von vorne. Amber Rally, 7 Uhr. Wir schauen uns nochmal kurz das alles ganz schnell an. Okay, Mac. Bring's einfach hinter dich und lächle dabei. Hey. Hush, Papi. Ich stehe auf deinen Kanal. Ich heiße Hashtagger. Tiger Selfie! Nein, Mann, kein Tiger Selfie. Komm, fettes Roar! Episch. Steig schon ein. Er tut mir jetzt schon leid. So, Leute, ich würde sagen, das war's von der letzten. Was für eine Dreck.
Entspann dich. Super, gut. Das war's von dieser Folge von Need for Speed Payback. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr gerne mehr sehen wollt, dann lasst doch bitte gerne eine Bewertung für mich da, damit ich weiß, wie das Ganze für euch entstanden worden ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ich küsse eure Augen. Ciao.